Hallo und herzlich willkommen bei Friday Digital 2.0. Ich freue mich sehr, dass ihr heute alle da seid. Mein Name ist Tobias und ich bin der Projektleiter für den Friday. Mein Gesicht habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Margret ist auch schon da, da freue ich mich auch sehr. Und natürlich die wichtigsten Personen heute, das seid ihr. Schön, dass ihr es heute eingerichtet habt, an einem Donnerstagnachmittag um 17 Uhr hier vorbeizukommen. Ich weiß, die einen oder anderen von euch haben vielleicht sogar schon Herbstferien. Umso mehr freut mich das, dass ihr heute es geschafft habt. Ein kleiner Hinweis vorweg. Wir werden diesen Zoom-Call aufnehmen, um eben ein Format daraus zu machen, das wir dann auch online teilen können für alle diejenigen, die heute nicht da sein werden oder da sein können. Wenn ihr nicht möchtet, dass ihr mit eurem Gesicht auf dem Bildschirm aufgezeigt werdet, dann nehmt einfach, macht eure Kamera einfach aus oder schaltet euch stumm. Zoom nimmt nämlich immer nur die sprechende Person auf. Wir werden auch später nochmal in Breakout Rooms gehen. Das wird natürlich nicht aufgezeichnet. Da könnt ihr dann gerne auch euren Bildschirm anmachen. Das bietet sich dann natürlich sehr gut an. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Heute geht es nämlich um das Thema Friday. Ihr habt alle von dem Friday schon gehört, sonst wärt ihr ja gar nicht da. Und ich bin total gespannt, wie sich der heutige Tag entwickeln wird. Denn wir gehen natürlich in der heutigen Sitzung vor allem auch auf zwei wichtige Themen ein. A, warum brauchen wir einen Friday? Und B, was ist eigentlich ein Friday? Und danach gibt es eine kleine Diskussionsrunde, wo Margret und ich dann auch für Fragen zur Verfügung stehen werden und die natürlich gerne auch beantworten. Im Anschluss werden wir in einen Breakout gehen. Das bedeutet, wir gehen in kleinere Räume, je nachdem wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute da sind, schätzungsweise zwischen 6 und 8 Räume, sodass ihr in kleinen Gruppen euch austauschen könnt zu 2 Leitfragen. Und dann werden wir uns gegen Ende auch nochmal anschauen, wie wird sich eigentlich das jetzt weiterentwickeln mit Friday Digital? Welche Unterstützung bekommt ihr auch von uns, wenn ihr bei euch an euren Schulen einen Friday einführen wollt, sei es als Elternteil oder als Lehrerin oder Lehrer oder als Schulleitung? Und genau, welche weiteren Möglichkeiten es sonst noch gibt, bei uns aktiv zu werden. Ich will am Anfang gar nicht zu viel Worte verlieren und würde daher direkt an Margret übergeben, die heute einen kleinen Impulsvortrag geben wird. Warum brauchen wir einen Friday in 2020, 2021? Margret, schön, dass du da bist und viel Spaß beim Vortrag. Hallo Tobias und alle anderen. Ich sitze in einem Bahnhof, weil mein Zug stecken geblieben ist, musste ich aussteigen, damit ich hier dabei sein kann. Falls ihr gleich Ansagen hört oder so, wisst ihr Bescheid, wie das kommt. Ja, warum brauchen wir denn Friday? Unsere Welt steckt in riesigen Herausforderungen. Die sind inzwischen angekommen, vor allen Dingen durch Fridays for Future. Wir haben die Klimakrise, wir stecken aber auch im 6. großen Massensterben. Wir vernichten alle 12 Minuten eine Art. Man geht davon aus, dass wir 1 Million Arten in den nächsten 50 Jahren vernichtet haben, wenn wir jetzt nicht handeln. Wir haben aber auch große soziale Krisen, die Welt bricht auseinander. Gerade Corona hat ja jetzt auch gezeigt, wie die Ungerechtigkeiten immer größer werden. Und ja, wir haben viel zu lösen und für vieles Lösungen zu finden. Was wir uns nicht leisten können, ist, dass wir einfach da sitzen und abwarten, was kommen wird. Es gibt auch so einen Tag, der nennt sich Earth Overshoot Day. Das ist der Tag, an dem wir für das Jahr alle Ressourcen verbraucht haben und von dem Tag an leben wir auf Kosten des Planeten. Und der liegt in Deutschland Anfang Mai. Und das wissen auch viele nicht. Und wenn alle so leben würden wie wir, bräuchten wir mehr als 3 Planeten. Wir haben aber nur einen. Und deshalb ist jetzt angesagt, um es mal ganz einfach zu sagen, einen Lebensstil zu erfinden und zu leben, dass wir von diesen 3 Planeten auf einen gehen. Und da reicht die Technik nicht, da muss man auch
einfach in andere Haltung gehen. Zum Beispiel teilen, statt alles selbst besitzen. Vom Ego in die Kraft des Wir kommen. Gemeinwohlorientiert handeln, statt profitmaximiert. Also es ist eine richtig, richtig riesige Aufgabe. Und wenn man sich heute die Schule anschaut, dann ist die Schule stehen geblieben im alten Curriculum-Erfüllung, Pflichterfüller. Da sagt der Herr Meininger, das ist ja der Präsident des Lehrerverbandes, der sagt jetzt im Kontext von Corona, wir müssen möglichst schnell wieder in die Normalspur der Lehrplanerfüllung kommen. Nein, wir müssen nicht erfüllen und Pflichterfüller sein. Wir müssen Gestalter sein, Mut haben, Visionen entwickeln, Lösungen entwickeln und die dreifache Verantwortung haben, nämlich für mich und mein eigenes Lernen und mein Verhalten, Verantwortung für andere übernehmen und Verantwortung für unseren Planeten. Also dreifache Verantwortung, dreifache Resonanz. Und dazu braucht es etwas anderes als einen zerstückelten Fachunterricht, wo du dir Fachwissen reinziehst, es in Tests und Klausuren wieder ausspuckst, um dann zum nächsten Thema zu gehen. Wir brauchen mutige junge Menschen, die es eben gewöhnt sind, ins Handeln zu gehen, etwas zu machen und vor allen Dingen Hoffnung und Zuversicht zu haben. Es hat sich herausgestellt in Studien, dass wir ein Wissensdefizit haben, was diese großen gesellschaftlichen Herausforderungen angeht. Wir haben ein noch größeres Umsetzungsdefizit. Alles Wissen führt zu nichts, wenn es nicht ins Handeln führt. Aber das allergrößte Defizit ist das Hoffnungsdefizit. 50% der Jugendlichen sind zwar nachhaltigkeitsaffin und wollen auch eine andere Welt, aber sind desillusioniert, glauben, dass es zu spät ist, dass wir eh nichts mehr machen können. Ihnen fehlen die Selbstwirksamkeitserfahrungen. In der Schule wirst du auch oft beschämt und klein gemacht. Immer wird auf Fehler geachtet und alles dieses, was wir jetzt brauchen, um die großen Themen anzugehen. Dafür ist keine Zeit. Der Stundenplan ist vollgepackt. Und deshalb brauchen wir jetzt einen Freiraum, Zeit, wo tatsächlich die Themen, die uns wirklich beschäftigen und die auch die Jugend und die Kinder beschäftigen, wo die ihren Platz haben können. Und zwar nicht mal eben für ein Stündchen, sondern auch richtig mit Raum und Zeit. Also wir gehen von 4 Stunden aus. Tobias wird da gleich noch was zu sagen. Und das andere ist, dass ich da wirklich eben mir nicht nur Wissen aneigne, sondern danach überlege, was kann ich eigentlich tun? Also global denken, lokal handeln und wo ich dann die ganze Expertise, die ja da ist, in Form von Künstlern, NGOs, Biobauern, Imkern, die Natur als Ort, ja, wo man ja sich wieder verbinden kann, alles ist da. Und wir können das reinholen und nutzen, denn niemand hat alleine genügend Transformationspotenzial. Wir müssen alle zusammen diese Sache angehen. Was gut ist, ist Folgendes. Wir haben ja die 17 SDGs, ihr seht die hinter Tobias hängen. Wir haben eine Vision für die Welt, die Agenda 2030, 17 Ziele, die bis 2030 noch erreicht werden können, tatsächlich, wenn wir jetzt ins Handeln gehen. Und da ist ein Ziel, Nummer 4, heißt Quality Education. Und Quality Education bedeutet eine ganz andere Bildung, nämlich eine Bildung, die ins Handeln führt, die die relevanten Themen in den Blick nimmt, die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, an sich zu glauben, Verantwortung zu übernehmen und ihnen die Räume dafür gibt. Und Deutschland hat, also die UNESCO, hat dann im Kontext dieser Global Goals einen Weltaktionsplan verabschiedet. Bildung für nachhaltige Entwicklung. Denn diese neue Welt, diese nachhaltige Welt, die ökosoziale Umgestaltung der Welt, die braucht natürlich auch eine andere Bildung. Eine so große gesellschaftliche Transformation braucht eine andere Bildung, die Kinder aufbaut, statt zu unterrichten. Unterrichtet und die einfach die Menschen befähigt zum Handeln. Und die UNESCO hat eben diesen Weltaktionsplan herausgebracht, der jetzt mit dem Education for Sustainable Development vor 2030 nochmal jetzt die SDGs und Lernen verbindet.
Und Deutschland hat aus diesem Weltaktionsplan, ich warte mal eben die Ansage ab, doch, aus diesem Weltaktionsplan einen nationalen Aktionsplan gestaltet und der ist schon 2017 von der KMK verabschiedet worden. Da steht drin, wir brauchen jetzt Vision, neue Ideen, wir müssen Schule ganz neu denken, wir brauchen einen Paradigmenwechsel, eine Neuausrichtung der Bildung von Wissen auf Potenzialentfaltung, auf relevante Themen und auf Werte. Und in diesem nationalen Aktionsplan, da steht an etlichen Stellen, steht eigentlich der Friday schon formuliert, da steht, in allen Bildungssettings sind unverzweckte Freiräume strukturell zu verankern, Freiräume, die dem Handeln der Jugendlichen dienen, die sie partizipativ einbinden, die sie befähigen, ihre eigene Schule umzugestalten, ökologisch, aber auch in die Gemeinde hineinzuwirken und zu handeln. Das heißt, die so vage ausgedrückt ist das alles in dem nationalen Aktionsplan. Überall sollen jetzt diese Freiräume strukturell verankert werden. Ja, und daraus haben wir den Friday gemacht. Denn der Friday ist jetzt fassbar, vorstellbar. Es gibt schon die ersten Erprobungen und die 4 Stunden sind das Mindeste, was wir bereitstellen können im Kern. Nicht so angehängt irgendwo mal als Projektwoche oder ja in so einer AG, da kann man dann mal sowas machen, sondern im Kern verankert. Also zusammengefasst, die Herausforderungen sind riesengroß. Wir können nicht mehr aufschieben, wir müssen jetzt handeln. Dazu müssen wir Menschen, junge Menschen, A, befähigen, dass sie sich auch mal ausprobieren können und experimentieren können und Erfahrung machen können und den Glauben gewinnen, ich kann tatsächlich etwas verändern und ich kann tatsächlich etwas tun. Die Schule, so wie sie heute ist, bietet dazu nicht den Raum und Schule erzieht auch zum Pflichterfüllermodus. Also wir brauchen unbedingt diese andere Erfahrung von Gestaltungsmodus und wir haben den offiziellen Auftrag sowohl von der UNESCO als auch von der KMK, richtet diese Räume ein, geht in den Paradigmenwechsel, habt Visionen und gestaltet. Und deshalb freue ich mich, dass ihr jetzt heute alle dabei seid. Tobias erzählt euch jetzt was, wie der Friday aussieht. Und wir brauchen einfach jetzt den Mut zu beginnen und zu zeigen, wir machen das nicht länger mit, sondern werden jetzt selber Gestalter und öffnen diese Räume. Ja, vielen Dank, Margret. Das war schon mal ein guter Aufschlag. Wir werden auch gleich noch die Möglichkeit haben, dich zu der ein oder anderen Stelle aus deinem kurzen Impuls auch zu befragen. Und bis dahin möchte ich aber noch mal ganz kurz zusammenfassen, was es eigentlich mit dem Friday auf sich hat. Und ich teile euch dazu gerne eine kleine Präsentation. So. Gut, das müsste funktionieren. Hoppa. Genau, was ist der Friday? Margret hatte das gerade schon angesprochen. Bei dem Friday handelt es sich um einen mindestens 4-stündigen Zeitraum, der in der Kernunterrichtszeit verankert ist. Der Friday muss tatsächlich nicht an einem Freitag stattfinden, obwohl der Name vielleicht darauf schließen lässt, aber er kann auch an jedem anderen Tag in der Woche eingesetzt werden. Und unsere Schulen machen das bereits. Der Friday orientiert sich an Zukunftsfragen. Ihr könnt hier auf der rechten Seite auch die 17 Ziele der Vereinten Nationen sehen. Diese 17 Ziele bieten einen guten Rahmen, um alle möglichen Fragen, die Kinder und Jugendliche haben können, einzubetten. Und das Ganze machen sie jahrgangsübergreifend. Wir haben jetzt durch Corona natürlich die Einschränkung, dass es jahrgangsübergreifende Zusammenarbeit in den meisten Fällen noch nicht wieder gibt. Aber der Gedanke dahinter ist tatsächlich langfristig Kinder und Jugendliche zusammenzubringen, die gleiche Interessen haben und das egal, ob sie in der 2. oder 4. Klasse sind oder in der 5. und 7. und 9. Klasse. Tatsächlich soll da jahrgangsübergreifendes
Arbeiten stattfinden, und zwar in Interessensgruppen. Und ganz wichtig, im Fokus steht das Handeln, das Umsetzen der Idee in der Schule, in der Gemeinde oder in der Stadt. Es geht nicht darum, dass die Kinder am Ende ein Plakat gemacht haben und damit zeigen, was sie alles gelernt haben, sondern es geht am Ende darum, dass die Kinder etwas in die Welt gebracht haben, etwas umgesetzt haben, wo sie draußen sehen können, hey, das hat etwas verändert. Das kann anfangen mit, wir machen unsere Schule plastikfrei, und dann sehe ich draußen, es ist kein Plastik mehr auf dem Schulhof. Es gibt in der Mensa möglicherweise keine Plastikstrohhalme mehr, oder wir haben grundsätzlich alle Müllmengen, die wir in der Schule produzieren, reduziert. Das sind ganz konkrete Outcomes, die ich als Schülerin oder Schüler auch wahrnehmen kann. Darum geht es an einem Friday. Und dabei orientiert sich der Friday sehr stark auch am Lernen im Projekt. Es gibt allerdings einige wichtige Unterschiede, die ich hier einmal noch aufgeführt habe. Lernen im Projekt ist meist auf 6 bis 8 Wochen begrenzt für ein Projekt. Das heißt, nach 6 bis 8 Wochen suchen sich die Schülerinnen und Schüler in der Regel ein neues Thema. Beim Friday gibt es diese Einschränkung nicht. Die Projekte können 2 Wochen dauern, wenn das Ziel so definiert ist, dass es 2 Wochen dauert. Es kann aber auch sein, dass es länger dauert, dass es vielleicht auch 2 Jahre dauert oder tatsächlich in einen Prozess übergeht, wo der Schüler oder die Schülerin am Ende ein eigenes Startup gegründet hat aus der Schule heraus. Und das hat angefangen an einem Friday. Es hat also dann nicht, es hört dann eigentlich gar nicht auf. Also von bis ist da alles möglich. Der Themenfokus bei Lernen im Projekt wird meist durch Lehrerinnen und Lehrer festgelegt. Beim Friday kommt es von den Schülerinnen und Schülern selbst. Wir haben gesagt, es soll sich an Zukunftsfragen orientieren. Und das Wundervolle daran ist, dass jede Fragestellung, die sich ein Kind überlegen kann, auch etwas mit diesen Zukunftsfragen zu tun hat. Da ist dann auch die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer als BegleiterInnen, das so zu gestalten, dass die Kinder merken, okay, was hat denn mein Thema jetzt tatsächlich mit dem großen Ganzen zu tun? Und die Kinder dabei zu unterstützen, das auch zu erkennen. Der Output bei Lernen im Projekt ist meist eine Präsentation oder ein Plakat. Bei uns geht es beim Friday um die Umsetzung des Projektes vor Ort. Also wirklich, dass die Kinder handlungsorientiert unterwegs sind und Dinge in die Welt bringen, die sie dann auch sehen können. Die Teams sind meist oder sollen jahrgangsübergreifend sein, und ganz wichtig, der Friday wird nicht benotet. Also es gibt keine Ziffernoten 1 bis 6. Es kann aber, und das legen wir natürlich auch jeder Schule, die den Friday einführt, ans Herz, kompetenzorientiertes Feedback geben. Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer, die den Friday begleiten, gehen auch mit den Schülerinnen und Schülern zusammen in eine Reflexion und überlegen gemeinsam, was sind denn Fähigkeiten, Stärken, Qualitäten, Kompetenzen, die ich während dieses Projektes erworben habe? Was habe ich Neues dazugelernt? Ja, was für Fähigkeiten habe ich entwickelt? Und wo bin ich vielleicht besser geworden? Wo habe ich gemerkt, da sind Herausforderungen, da sind bestimmte Werte von mir getriggert worden, die jetzt plötzlich, von denen ich mir vorher gar nicht bewusst war, dass sie existieren. Solche Art von Reflexionen sind unglaublich wichtig, und die empfehlen wir auch für den Friday. Ja, das war ein kleiner Einblick darin, was die Kinder bereits an ihrem ersten Friday als Ideen mitgebracht haben. Und wie man sehen kann, das ist ein ganz breites Themenspektrum von Rassismus, was hier, wenn man sich die SDGs anschaut, dann eher Richtung SDG 10 geht, dann könnte man auch sagen, eine gesunde Schule, das fällt hier unter SDG 3, also das Grüne hier mit dem Herz drauf. Dann könnte man auch sagen, dieses ganze Thema Natur- und Umweltschutz, das fällt unter SDG 13. Also die Verbindungen sind da, und die Kinder haben ihre Themen, und die bringen sie auch mit. Und das Wunderbare ist, an einem Friday haben sie eben die Möglichkeit, diesen Themen ganz konkret einen Raum zu bieten, wo sie diese eben auch einbringen können und aktiv etwas tun können und merken, hey, hier kann ich etwas gestalten, was etwas verändert.
Ja, es ist etwas, was in meiner Welt, in meiner Umwelt eine Veränderung hervorbringt und dann eben auch diese Selbstwirksamkeitserwartung möglich macht, von der Margret gesprochen hat. Denn nur wenn ich merke, ich kann etwas verändern, entwickle ich die Handlungskompetenz und vor allem auch den Gestaltungsmut, dass etwas verändert werden kann und dass sich auch in der Welt etwas verändern lassen kann. Selbst wenn das große Thema so groß erscheint, kann ich auf lokaler Ebene etwas tun. Und wenn viele kleine Menschen an vielen Orten kleine Schritte tun, dann lässt sich eben auch die Welt verändern. Und das wollen wir eben den Kindern und Jugendlichen an einem Friday ermöglichen. Und das Schöne ist, wir haben bereits Schulen, die das aktiv machen. Ich habe auch die eine oder andere Person auch schon im Chat erkannt, die den Friday auch schon einführt an ihrer Schule. Und wir suchen natürlich weiterhin nach vielen Schulen, die den Friday zusätzlich einführen wollen. Denn am Friday geht es darum, dass die Kinder und Jugendlichen lernen, Verantwortung für sich, für andere und den Planeten zu übernehmen. Oder wie man das auch im Sinne von der UNESCO sagen kann, lernen, die Welt zu verändern. Denn das ist das Ziel von Bildung nach ESD vor 2030, dem Nachfolger von dieser Roadmap, von der Margret gesprochen hat. Das steht im Kern von unseren Bildungsbemühungen, die wir an den Schulen unternehmen. Und der Friday ist eben ein wunderbares Instrument, um genau das zu ermöglichen. Wir wollen bis 2025 13.500 Schulen erreichen. Das klingt nach einer unglaublich großen Zahl und das ist sie tatsächlich auch. Sie ist unglaublich groß und wir sehen aber oder merken an den Rückmeldungen, die wir bekommen und auch an Tagen wie heute, wo wieder Menschen sich die Zeit genommen haben, um zu schauen, wie kann ich meine Schule verändern, was kann ich eigentlich tun, dass ein Bedürfnis da ist, dass sich Schule verändert. Und unsere Schulen, die das bereits in der Praxis umsetzen, zeigen, dass es möglich ist. Und wie sie das ganz konkret machen, das werden wir natürlich mit euch auch in den nächsten Wochen teilen. Und ich würde jetzt gerne eine kleine Diskussionsrunde anregen. Ich habe auch schon gesehen, im Chat wurde etwas geschrieben, das habe ich mir noch nicht durchgelesen, aber ich würde mich tatsächlich freuen, wenn es Fragen gibt, die ihr aktuell zum Konzept des Fridays habt. Denn die wollen wir jetzt gerne beantworten und dafür stehen dann Margret und ich zur Verfügung. Margret, bist du wieder da? Ich bin oder da. Noch da? Mhm. Super, klasse. Und ich würde vorschlagen, dass wir das folgendermaßen machen. Wer eine Frage hat, der kann oder die kann einfach die Stummschaltung aufheben und in den Raum reinsprechen. Und wenn es zwei oder drei Personen sind, die zu schnell sind oder gleichzeitig da sind, dann werden wir schon einen Weg finden, das zu lösen. Was sind eure Fragen, die ihr aktuell zum Konzept des Fridays habt? Ich habe eine Frage. Hört man mich? Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich komme aus Sachsen-Anhalt und arbeite dort am Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung. Das sind die, die die Lehrpläne verzapfen, aber auch Lehrer ausbilden. Und ich betreue dort ein Modellprojekt, das nennt sich Praxislerntage. Und die Idee ist, die Sekundarschulen in der Hinsicht zu stärken, indem wir den Unterricht komplett verändern, nämlich dual aufziehen. Also die Schüler sollen alle 14 Tage an einem Tag in der Woche in einen sogenannten Praxislernort gehen, also ein Unternehmen, was sie persönlich interessiert. Also wenn ich 30 Schüler habe, dann sind das 30 verschiedene Orte, wo die Schüler hingehen. Und ich bin jetzt am Überlegen, da das ja Unterricht ist, möchte ich das gerne mit fächerübergreifenden beziehungsweise auch berufsfeldübergreifenden Aufgaben verbinden und bin bisher immer über unseren Grundsatzband gegangen, wo man auch sowas hat, nachhaltig mit Ressourcen umgehen. Und bin letztens aber darauf gestoßen, dass wir in Sachsen-Anhalt den Bildungsauftrag haben, vom Ministerium die 17 Nachhaltigkeitsziele mit in die Lehrpläne einzubinden. Und ich finde, es ist ganz, ganz toll, diese 17 Ziele zu nehmen und für diese Praxislerntage zu nutzen, weil die Unternehmen haben ja die gleichen Ziele. Die müssen diese Ziele ja auch umsetzen und sollen daran arbeiten.
Und meine Idee war jetzt, diesen Friday sozusagen ein bisschen, also diese Grundidee, den Grundtenor zu nutzen, um den Schulen zu sagen, wenn die Schüler bei euch in der Schule sind, sollt ihr das Ganze ja mit dem Unterricht verknüpfen. Geht doch über diese 17 Ziele und fragt mal die Schüler, was sie so erreichen können. Meine Frage ist jetzt nur, es hieß ja explizit, es soll keine Benotung geben. Das würde ja in meinem Fall jetzt nicht so funktionieren. Könnte man trotzdem diese Schulen als Friday-Schulen zählen, wenn sie sozusagen in Kombination mit den Praxislerntagen dennoch Noten vergeben würden? Also ich würde sagen, nein. Denn Noten halten uns total fest. Also ich mache nochmal einen etwas größeren Bogen. Die große Transformation heißt, aus Vergleich und Konkurrenz rauszukommen in die Kraft des Wir. Und Noten halten Schüler in Vergleich und Konkurrenz. Und der Friday muss schon seine Qualitäten haben. Ich bin ja in der... Ah ja, ich kann sprechen. Und deswegen finde ich, müsste man zumindest sagen, also ich verstehe noch nicht ganz, warum der Praxistag überhaupt benotet werden muss. Denn alles, auch die OECD und auch die Lehrpläne, da soll man ja Kompetenzen und Metakompetenzen bescheinigen und nicht Noten. Und deswegen würde ich versuchen, ob man dann diesen Praxistag nicht tatsächlich metakompetenzorientiert bewerten ist auch schon wieder ein falsches Wort. Also ob man nicht dieses Format nutzt, um generell zu üben und zu lernen, welche Metakompetenzen erworben werden. Wie werden die denn benotet? Wie die sich da benehmen in einem Unternehmen oder nach ihrer Mappe, die sie anfertigen? Oder wonach werden die benotet im Praxistag? Man muss sich das so vorstellen, dass sich mehrere Fächer zusammentun zu einem fächerübergreifenden Thema und dann würden die zum Beispiel statt einen Bericht darüber zu schreiben oder eine Beschreibung, wie nähe ich einen Knopf an, lieber den beschreiben, wie sieht es in dem Unternehmen aus oder wie geht das Unternehmen nachhaltig mit den Ressourcen um. Dann hat die Deutschlehrkraft sozusagen die Möglichkeit, diesen Bericht zu bewerten mit einer Note und gleichzeitig könnte man sagen, die sollen statistische Daten noch mit reinbringen, dann hätten wir den Matheunterricht mit dabei. Also das Problem an der Stelle ist, dass wir halt vom Ministerium für Bildung immer gesagt bekommen, wenn ihr das umsetzt, muss das aber am Ende auch benotet werden, weil das läuft über ein halbes Schuljahr und nach dem halben Schuljahr wechseln die sozusagen diesen sogenannten Praxislernort. Und die Lehrkräfte sagen dann natürlich, naja, uns fällt ja Unterricht weg und ich muss ja irgendwie an diese Noten kommen. Also bei uns in Sachsen-Anhalt ist es wirklich so, dass die noch sehr, sehr dolle an diesen Noten auch festhängen. Also ich glaube, das ist so das Grundproblem. Also ich wäre auch eher dafür zu sagen, wir gehen von den Noten weg hin zu so einer Reflexion und ein Feedback, wie sich die Kompetenzen verändert haben über einen gewissen Zeitraum. Aber das ist halt nicht das, was abrechenbar ist für das Ministerium und damit nicht interessant, wenn man das jetzt mal so ganz hart runterbricht. Also ich würde sagen, wir unterhalten uns dann nochmal am Telefon drüber, weil Sie ja an einer sehr relevanten Stelle sitzen. Ja. Ich habe vor einem Dreivierteljahr, eben heißt das Lisa oder wie heißt das nochmal in Halle? Ja genau, Lisa heißt genau. Da habe ich einen Vortrag, also da hatte ich eine Fortbildung, da waren über 200 Leute da. Die waren alle hochbegeistert vom Friday. Ja. Und ich glaube, dass wir da nochmal einen Vorstoß machen könnten. Aber das sprengt, glaube ich, jetzt den Rahmen dieser Diskussion. Ja. Lassen uns dazu mal diskutieren. Ich habe da so positive Rückmeldung gekriegt und ich bin jetzt auch eingeladen für alle Quereinsteiger und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da was hinkriegen, müssen wir gesondert besprechen. Sehr gerne. Ich würde in den Chat mal meine E-Mail-Adresse reinschreiben, dann könnten Sie mich ja kontaktieren. Wir machen andersrum. Sie wenden sich an mich. Ich kann mir das nicht okay. alles merken. Wir haben ja auch die Kontakte schon. Das ist kein Problem. Gut. Ja. Danke. Wunderbar. Vielen Dank. Wir haben im Chat die Frage, wie kann ich als Elternteil einen sinnvollen und guten Einstieg finden, um den Friday den Lehrern an der Schule meiner Kinder vorzustellen? Margret. Was würdest du sagen?
Also ich würde mal als erstes sagen, wenn einem der Teilnehmer was Gutes einfällt, können die sich ja auch einschalten. Also nicht, dass wir beide nur immer antworten. Also andere anstecken kann man durch Begeisterung und Sinnhaftigkeit. Und vielleicht, wenn Sie da Kontakte haben zum Klassenlehrer oder so, einfach mal einen Termin vereinbaren und darüber sprechen, was sie jetzt angesteckt hat und was den Lehrern einfällt und ob man die auch begeistern kann und wie eine kleine erste Gruppe aussehen könnte an der Schule, würde ich jetzt sagen. Wir haben auch für solche Fälle tatsächlich Informationsmaterial schon. Das könnt ihr bei uns auf Anfrage momentan nur bekommen. Gerne einfach eine E-Mail an mich schicken. Kontaktadressen findet ihr auf der Webseite. Da kriegt ihr dann so ein kleines Paket mit PDFs, die man nutzen kann, um das weiterzuleiten, wo das alles gut erklärt ist. Das ist schon mal ein guter erster Schritt. Ja, im Elternrat beraten ist auch gut. Der Bundeselternrat zum Beispiel hat im Dezember seine Jahrestagung. Da habe ich den Hauptvortrag mit Focus Friday. Und vor 2 Wochen hat der Landeselternrat Sachsen seine Landestagung, seine Jahrestagung gehabt. Die war überschrieben mit den Paradigmenwechselwagen. Da habe ich auch den Hauptvortrag gehabt und 4 Workshops zum Friday. Also die Eltern sind aufgeschlossen und ich kann mir auch vorstellen, dass Tobias oder ich, dass wir uns mal digital in so eine Elternratssitzung einklinken und ein bisschen erzählen können. Ja, gibt es weitere Fragen? Ja, darf ich eine Frage stellen? Gerne. Genial, absolut genial. Mich würde interessieren, wenn eine Schule sagt, ja, wir sind dabei, wie geht's weiter? Geht da jemand physisch vorbei oder findet das nachher online statt? Also wie wird so ein Friday eingeführt? Momentan sieht der Prozess so aus, dass wir, beziehungsweise ich, mit der Schule oder der Schulleitung oder der Lehrerin oder dem Lehrer, der das einführen möchte, erstmal ein persönliches Gespräch führe, um herauszufinden, wo steht die Schule gerade. Ja, es gibt nämlich an jeder Schule ein paar Parameter, die man im Blick haben muss. Wer ist jetzt schon begeistert? Ist die Schulleitung die Person, die das anstoßen möchte, oder ist das eine Lehrerin oder ein Lehrer? Und in Abhängigkeit davon gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Wir empfehlen immer auch eine Art Impulsvortrag von außen sich reinzuholen, damit man da auch im Kollegium ganz offen darüber diskutieren kann, ob so ein Friday auch eine gute Option ist. Wichtig ist, dass die Schulleitung für so etwas an Bord sein muss. Es muss nicht gleich die ganze Schule von Klasse 5 bis Klasse 13 oder 5 bis 10 den Friday einführen. Manchmal ist es auch hilfreich, wenn 2 oder 3 Lehrerinnen und Lehrer sagen, ja, so ein Friday, den möchte ich einführen. Und die Schulleitung sagt, okay, pass auf, hier, mach dir das. Wir stellen dir deine Stunden so zurecht, dass das möglich ist. Ja, das ist ein guter Weg, um sozusagen auch klein in der Schule anzufangen. Oder man sagt gleich in der Gesamtkonferenz, ja, wir machen das mit allen zusammen, Klasse 5, 6, 7, 8, oder je nachdem, was die Schule entscheidet, alle auf einmal. Das sind verschiedene Möglichkeiten. Das hängt immer so ein bisschen auch von der Schule ab. Wie gesagt, wir kommen dann gerne von außen, machen einen Impulsvortrag, unterstützen dann auch in den weiteren Schritten, sei es herauszufinden, was für eine Art Fortbildung brauchen wir vielleicht auch etwas, wie kann man so ein Friday überhaupt implementieren, nochmal da einen Workshop zu, vielleicht merken wir auch, okay, wir kennen uns mit dem ganzen Thema Projektmanagement oder LernbegleiterInnen sein noch nicht so gut aus und brauchen da Unterstützung, da vermitteln wir natürlich auch. Das ist im Prinzip ein ganz individueller Fahrplan, den wir pro Schule da mit euch entwickeln. Das wird irgendwann auch standardisiert werden, sodass man da auch sehen kann, okay, das sind die nächsten Schritte. Da arbeiten wir aber gerade dran. Und das versuchen wir mit unseren Schulen, die wir aktuell begleiten, auch herauszufinden, was sind so die einzelnen Schritte, sodass ihr das am Ende möglichst auch ohne uns könnt. Genau, aber der konkrete nächste Schritt für dich wäre, macht ein Gespräch mit mir aus und dann können wir mal darüber sprechen, wie sieht das bei euch aus. Alles klar. Vielen Dank. Genau, ich sehe jetzt hier im Chat einige Fragen, die sich darauf beziehen, wie
kollidiert der Friday mit der Stundentafel. Es ist ja alles so eng getaktet. Wie soll das gehen? Wie schaffen wir es, ein Gymnasium mitzunehmen? Wir haben ein ganz tolles Gymnasium, das Max-Planck-Gymnasium in Kiel, die den Friday einführen und die auch einen bestimmten, sich was ausgedacht haben, wo die Stunden herkommen, die wechseln so ab. Ich glaube, da wäre es gut, wenn jemand an dem Gymnasium begeistert ist, dass wir da mal den Kontakt machen. Gymnasien haben es wirklich am schwersten, weil die so auf Fächerunterricht so stark ausgerichtet sind, in ihrer Lehrerrolle auch. Aber wie gesagt, wir haben schon Gymnasien. Nordrhein-Westfalen, das Ministerium findet den Friday super. Wir werden demnächst auch im Regierungsbezirk Arnsberg mit dem Regierungspräsidium den Friday in vielen Schulen ausrollen. Die sind total begeistert. Und der Friday ist ja ein Format von Schule im Aufbruch. Und die Schulen im Aufbruch haben in der Regel schon einen Projekttag die Woche. Und natürlich hast du beim Projektlernen, Tobias hat vorhin die Unterschiede dargestellt, ein Projekt ist dann beendet und dann kannst du vielleicht deine Idee nicht zu Ende führen. Aber die Stunden müssen ja auch irgendwo herkommen. Und da muss man sich einfach, da muss man den Switch im Kopf machen, dass in jedem Projekt und auch im Friday natürlich Deutschanteile verankert sind. Du führst ein Interview, du schreibst was, du veröffentlicht etwas. Und der Friday hat eben Kompetenzen, die sonst in den Fächern vorkommen. Und insofern kann man es umschichten. Und von Ministeriumsseite her haben wir in Niedersachsen, MacPom und Nordrhein-Westfalen hohen Zuspruch, weil die ja alle auch irgendwie jetzt BNE umsetzen sollen. Und der Friday ist einfach ein hervorragendes Format zur Umsetzung des Auftrags Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und die Schulen, die anders arbeiten, die es ja schon alle gibt, es gibt ja auch schon Schulen, die haben gar keine Fächer mehr, sondern arbeiten nur noch themenorientiert, die sind da ausgestiegen und die haben in der Regel bessere Abschlüsse als andere. Also es liegt an der Schule selber, nicht an der Vorgabe der Stundentafel. Es kam auch noch die Frage, wie sieht das in Baden-Württemberg aus? Wir haben auch in Baden-Württemberg Schulen, die arbeiten bereits anders als andere. Und wir sind auch tatsächlich nicht die Expertinnen und Experten, wo wir sagen können, okay, pass auf, in Nordrhein-Westfalen musst du das so und so machen und in Baden-Württemberg so und in Sachsen-Anhalt so. Sondern wir vernetzen euch da dann gerne auch mit den Schulen, mit denen die das bereits herausgefunden haben, wie das funktioniert und wie man da auch vorgeht. Das Wichtige ist aber, dass der Rückhalt dafür im Kollegium da ist oder beziehungsweise bei den Eltern auch und der Schulleitung, dass so etwas umgesetzt werden kann. Ich kenne jetzt noch kein Gymnasium in NRW, aber wir sind ein bisschen durch Corona jetzt ausgebremst worden, verlangsamt worden, weil man ja nicht so große Veranstaltungen machen kann. Ich denke, wenn wir da in Arnsberg da sind ja auch immer Hotspots und so, da anfangen auszurollen, werden auch Gymnasien dabei sein. Und Grundschulen haben wir schon. Da ist eine Frage, Grundschule. Wir haben ja vorhin, habt ihr den Film gesehen, wir haben eine Grundschule in Hameln. Dann die Schule, die den Schulpreis bekommen hat, die Ottfried-Preußler-Schule in Hannover, die dieses Jahr den Schulpreis bekommen hat, die macht den Friday. Und zu Baden-Württemberg kann man sich die Schule angucken, die letztes Jahr den Schulpreis bekommen hat, die Alemannenschule. Die arbeiten ja nun komplett mit Auflösung der Stundentafel und in ganz anderen Rhythmen. Und die sind ja jetzt sehr bekannt und können sich vor Pilgerströmen nicht mehr retten. Also es ist eigentlich diese Auflösung der Stundentafeln und Umschichtungen und selbstorganisiertes Lernen und so weiter, ist alles schon da. Man muss sich das nur da anschauen und dann diesen Sprung im eigenen Kollegium machen. Und da ist immer ganz gut, es kommt ein Impuls von außen. Genau. Ja, in Hessen gibt es auch. Ja, mach du, Tobias. Genau, in Hessen haben wir die Georg-Büchner-Schule in Frankfurt. Die fängt jetzt auch an, den Friday umzusetzen. Die haben den schon strukturell geplant. Und generell in Hessen könnt ihr euch mal anschauen, in Frankfurt, die IGS Süd,
die komplett anders arbeitet, die EGS Kalbach und noch eine dritte. Also das sind so richtige Vorzeigeschulen für Lernen im 21. Jahrhundert, die auch gerne Hospitanten nehmen. Ich habe eine Frage. Gerne. Gibt es gegebenenfalls schon Schulen in Rheinland-Pfalz, insbesondere Grundschulen, wo ja, die im Prinzip gerade dabei sind, den Friday zu implementieren? Wissen Sie das aktuell? Tatsächlich fällt mir jetzt ad hoc keine Grundschule ein. Ich müsste nochmal in die Liste gucken an Schulen, die uns da diesbezüglich kontaktiert haben. Wir haben aber Kontakte in Rheinland-Pfalz und sind auch nächste Woche bin ich auf einer Infoveranstaltung in Rheinland-Pfalz auch dazu. Genau. Dankeschön. Ja, und dann, wir kommen so langsam an den Punkt, ich würde die letzten Fragen, die jetzt gerade noch im Chat sind, mit aufnehmen. Wir haben nämlich noch einen zweiten Teil geplant, wo wir euch auch untereinander vernetzen wollen, weil das auch ein Kernthema von dem ist, was wir bei Schule im Aufbruch machen, Menschen miteinander in Kontakt bringen. Jan hatte noch gefragt, arbeiten die Schülerinnen und Schüler in den Projekten autark und inwieweit sind die Lehrerinnen und Lehrer eingebunden, vor allem in den höheren Jahrgängen? Ja, die Schülerinnen und Schüler arbeiten autark, wenn du damit meinst, dass die ihre eigenen Ziele festlegen, entscheiden, was sie wann machen und wie sie jetzt als nächstes vorgehen. Die LehrerInnen werden oder sind auf, sagen wir, on demand als UnterstützerInnen vor Ort da. Das heißt, wenn die Kinder mal auch Unterstützung brauchen, in ihrem Projekt nicht weiterkommen und jemanden als Resonanzboard benötigen, der vielleicht auch mal einen Tipp gibt, wie man jetzt weiter vorgehen kann oder mit der Gruppe gemeinsam herausfindet, was passt jetzt von unserem Prozess als nächstes. Da sind dann die Lehrerinnen und Lehrer dabei. Also die steuern so ein bisschen den Prozess mit bei Bedarf. Das hängt so ein bisschen aber auch von den Schülerinnen und Schülern ab und was die tatsächlich gerade brauchen. Es gibt Kinder, die brauchen in der 8. Klasse das nicht mehr. Es gibt andere, die sagen, ja, wir brauchen da auf jeden Fall Unterstützung gerade. Und da sind die LehrerInnen dann entsprechend auch gefordert. Genau, und Isabel, genau, am besten nimmst du Kontakt zu uns auf und da können wir dann nochmal über deine Frage sprechen. So, und für weitere Fragen bietet sich auch jetzt der nächste Teil an, denn wir haben einen kleinen Breakout geplant und der sieht folgendermaßen aus. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, welche Herausforderungen sehe ich in Bezug auf den Friday an meiner Schule? Und das ist dann unabhängig davon, ob ihr Lehrerin seid, Elternteil oder vielleicht auch Schülerin. Und was sind konkrete Ideen, wie ich mit diesen Herausforderungen umgehen kann? Das ist jetzt folgendermaßen geplant. Ihr seid gleich für 20 Minuten in kleinen Breakouts. Dort könnt ihr euch einmal kurz vorstellen, wo ihr herkommt, was euch heute hierher verschlagen hat und dann diese beiden Fragen beantwortet ihr dann. Wir fangen mit der ersten an. Jeder kann einmal kurz die eigenen Herausforderungen benennen, die er oder sie sieht und dann im zweiten Schritt geht es darum zu schauen, wie kann man diese eigentlich lösen. Und Ziel wäre, dass sie am Ende einfach ein paar Ideen habt, wie ihr diese Herausforderung ganz konkret angehen könnt. Die wollen wir nämlich dann einmal in der großen Gruppe sammeln. Das ist die Idee. Was ihr aus den Breakouts macht, das ist aber eure Sache. Wir machen 20 Minuten in den Breakouts. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ihr werdet jetzt gleich eine Nachricht bekommen, dass ihr bitte in einen anderen Raum suchen sollt oder beitreten sollt, da einfach auf OK drücken und dann seid ihr schon drin. Wir machen insgesamt 8 Räume, tretet einfach bei und nach 20 Minuten lade ich euch wieder hier zurück in den Hauptraum. Viel Spaß! Und natürlich kommt die Frage nochmal in den Chat, sodass ihr das alles sehen könnt. Okay.
Soll ich auch irgendwo reingehen? Wenn du magst, würde ich dich auch in eine verschieben. Du kannst ja genau einfach beitreten drücken. Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr hattet einen spannenden Austausch mit euren Kolleginnen in den kleinen Breakout-Rooms. Auch schön zu sehen, dass 38 Menschen wieder da sind. Wir haben also niemanden verloren auf dem Weg. Auch das ist ein Novum. Das freut mich sehr. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was sind Anregungen, die ihr persönlich mitnehmt aus dem Austausch in eurer kleinen Gruppe? Und auch hier machen wir wieder, wer immer einen Impuls hat, etwas zu teilen, teilt es gerne. Wir können das auch so machen, dass ihr jemanden nominiert aus eurer Gruppe, der etwas oder die etwas Spannendes gesagt hat, was ihr gut fandet und dass sie das vielleicht nochmal der ganzen Gruppe oder allen wiederholen soll. Hat auch schon funktioniert. Ich bin zwar jetzt nicht dafür vorgeschlagen, aber ich würde das jetzt mal vortragen wollen oder erzählen wollen, was wir zusammengetragen haben. Okay, bei uns war so die Frage, wie bringen wir das den Eltern nahe? Also da, an meiner Schule war das so, dass wir eher das Gefühl haben oder die Lehrkraft, die Eltern würden da, die würden jetzt so in der, die Schüler sind in der dritten Klasse und da würden sie auf Zensuren gucken, wo geht es denn hin nach der vierten Klasse, sodass da weniger Bereitschaft ist. Margret hat uns berichtet, die war in unserer Gruppe, dass sie eigentlich nicht das Gefühl hat, dass die Eltern sozusagen Steine in den Weg legen, sondern wenn die darüber Bescheid wissen, dann würden sie ohne Probleme mitgehen. Also auf jeden Fall die meisten, ich sage das mal so. Wir haben jetzt, oder ich für mich, nehme jetzt mit für meine Schule, dass das gut wäre, eine Infoveranstaltung zu organisieren, also für Lehrkräfte und oder Eltern, aber auf jeden Fall, und dass wir euch dazu einbinden würden, einladen würden. Das würden wir auf jeden Fall machen. Das war so ein Thema. Und eine zweite Frage, wie sieht das praktisch aus? Was brauchen wir? Also nehmen wir mal an, wir haben den Friday, wir nehmen eine Gruppe, 25 Schüler. Also was brauchen wir als Schule, als Ausstattung, welche Räume? Und wie kann das sein? Und als Idee kam so eine Lernwerkstatt, Bücherei kann man nutzen. Margret sagte auch, da sind ja auch Schüler unterwegs, die vielleicht ein Interview oder eine Befragung durchführen. Die könnten auch zu Hause arbeiten. Manche Schulen haben einen Bücherwagen, also einen Friday-Bücherwagen. Das waren jetzt nochmal eine Idee, wie, was man zusätzlich haben könnte, um das durchzuführen. Ja, das war aus der Gruppe 7. Oder habe ich noch was vergessen? Ich sehe meine Mitstreiter gerade nicht. Dankeschön. Ja. Ich kann mich da vielleicht als Elternteil gerade anschließen. Wir waren in unserer Gruppe 2 Eltern, eine Lehrerin und eine Dame, die sich in der Schweiz ja, auch Richtung, also in diesem edukativen Bereich aufhält. Und wir sind alle begeistert, also auch die Eltern. Und wir hatten als Vorschlag, dass man eine Projektwoche nutzt, um den Friday mal vorzustellen und zu testen. Also, dass alle mit im Boot sind, die Schüler, die Eltern, die Lehrer. Und ich glaube zu behaupten, dass, oder ich wage es zu behaupten, dass die Eltern die Ersten sind, die mit im Boot sitzen. Wunderbar, vielen Dank. Schöne Idee. Ja, bei uns, also ich war in der Gruppe 5, bei uns war ein ähnliches Stimmungsbild. Ich glaube, sowohl Eltern als auch andere Lehrkräfte, die vielleicht
ja, Gegenstimmen oder Angst oder Kritik aufwenden könnten, ist einfach der Schlüssel, diese so früh wie möglich einzubinden und den Raum zu geben, Kritik zu äußern, Fragen zu stellen und dass, wenn das Konzept verstanden wird, eigentlich sehr, sehr viel Potenzial auch erkannt wird an allen, von allen verschiedenen Beteiligten. Und ja, dass man sie einfach früh mit ins Boot holt, früh mit in den Prozess mit hineinnimmt, in die Gestaltung. Dadurch, dass es ja auch so ein freies Format ist, ist man da sehr, sehr offen. Danke, Luisa. Welche weiteren Gedanken habt ihr noch, die ihr teilen möchtet? Ich würde das Ganze mal für unsere Gruppe vorstellen. Wir waren jetzt eine Gruppe mit einer Lehrkraft. Ich zähle mich mal als halbe Lehrkraft, weil ich nur abgeordnet bin. Wir sind gar nicht so richtig zur Lösung gekommen der Probleme. Also wir haben halt festgestellt, dass halt die Lehrkräfte das auch kritisch sehen können. Einerseits, wenn es um Lehrpläne geht, andererseits aber auch, weil man den Mut haben muss, eine anständige Fehlerkultur einzuführen, weil bei solchen offenen Projekten macht halt auch die Lehrkraft mal Fehler oder weiß etwas nicht. Und das ist sehr, sehr eine große Hürde für manche Lehrkräfte. Genauso haben wir aber auch gesagt, müssen wir auf jeden Fall die Eltern mit ins Boot holen. Und meine Vorredner haben da eben schon sehr gute Lösungsansätze gegeben. Aus meiner Erfahrung heraus mit einem anderen Projekt, was halt wirklich Schule umkrempelt, Unterricht umkrempelt, kann ich nur sagen, man kriegt die Lehrkräfte, aber auch die Eltern sehr gut damit, indem man positive Beispiele liefert. Und zwar also zum Anfassen. Also sprich, dass man die Lehrkräfte mal einlädt in eine Schule, die das Ganze schon macht, dass sie sich das anschauen können, dass sie mit den Kindern reden können und einfach sehen, dass es Vorteile hat. Und nicht, dass mir Zeit verloren geht oder ich habe zu wenig Zeit, um meine Lerninhalte irgendwie an den Schüler zu bringen. So ein Quatsch. Alle Themen, die heute hier besprochen wurden, kann man sehr, sehr gut mit dem Unterricht verknüpfen. Und da braucht man auch keine Angst haben, dass man dann am Ende die nicht halten kann. Und vor allem nehmen die Schüler sehr, sehr viel mehr an Kompetenzen mit, als das, was man selber im Unterricht leisten kann. Und man ist ja nicht allein, wenn man das in einem guten Kollegium macht. Genau. Vielen Dank, Franziska. Ja, sehr schön. Sehr viele wichtige Impulse aus euren Gruppen. Freut mich sehr, dass ihr da so einen spannenden Austausch hattet. Ich würde euch jetzt gerne auch nochmal zeigen, welche Unterstützung wir von Schule im Aufbruch auch anbieten, zusätzlich zu dem, was wir heute erleben. Also wir haben verschiedene Veranstaltungsformate. Friday Digital, das kennt ihr jetzt, das ist unsere Online-Seminarreihe, 4 bis 5 Termine. Die findet jetzt zum zweiten Mal statt. Nächstes Jahr werden wir mit Sicherheit auch wieder eine haben. Und dort werden auch bei der nächsten Woche auch Expertinnen und Experten aus den Schulen da sein und auch von ihren Fridays berichten. Dann haben wir für unsere Lehrerinnen und Lehrer, die den Friday umsetzen oder auch einführen wollen, eine Sprechstunde eingerichtet. Die findet alle 2 Wochen statt, immer im Wechsel dienstags und mittwochs. Und wenn ihr euch dazu anmelden wollt, könnt ihr einfach bei uns auf die Friday-Seite gehen, auf Magazin. Und wenn ihr ganz runter scrollt, findet ihr dort den Veranstaltungskalender mit den Hinweisen. Und wir haben Ende des Jahres in der ersten am 4. und 5. Dezember, wenn ich mich erinnere, das ist ein Freitag und ein Samstag, haben wir ein digitales Barcamp, das sich an alle die richtet, die mit ihren Schulen in eine neue Lernkultur aufbrechen wollen. Dort werden auch unsere Schulen im Aufbruch mit dabei sein. Und da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen. Ein Barcamp läuft so ab, dass jeder einen eigenen Session-Vorschlag mit reinbringen kann, eine Fragestellung und sich dann verschiedene Gruppen finden, so wie wir das eben gemacht haben, nur eben mit euren Fragen, wo dann gemeinsam zu diesen Fragen gearbeitet wird. Gespickt mit ein paar schönen Impulsvorträgen wird das dann im Anfang Dezember stattfinden.
Dann haben wir auch bereits angefangen, einen kleinen Materialpool zusammenzustellen. Die Sammlung ist noch längst nicht vollständig. Da könnt ihr einfach auf www.frei-day.org/materialpool euch informieren. Keine Sorge, ihr kriegt die Präsentation auch noch. Ich habe ja eure E-Mail-Adressen bei der Anmeldung abgefragt. Da bekommt ihr die dann einmal zugesendet, also braucht ihr euch das auch nicht aufschreiben. Dann meldet euch auch gerne zu unserem Newsletter an. Den findet ihr unter Mitmachen. Dort könnt ihr regelmäßig dann Informationen auch zum Friday bekommen. Wir waren jetzt in den letzten Monaten noch nicht so regelmäßig mit den Newslettern, aber das wird wieder an Fahrt aufnehmen. Da erhaltet ihr dann auch regelmäßig Informationen von unseren Schulen. Wenn es neue Artikel oder Erfahrungsberichte gibt, werden wir die dort veröffentlichen und die leiten euch dann natürlich auch auf unsere Webseite, wo sich dann die Erfahrungsberichte verstecken. Und für all diejenigen, die... ihr seht doch, ich war gerade verwirrt. Ich dachte, ihr seht mein Bildschirm nicht. Für all diejenigen, die den Friday einführen wollen, haben wir ein Friday-Netzwerk erstellt. Das ist eine Online-Plattform, auf der wir uns austauschen. Dort finden sich viele Lehrerinnen und Lehrer, mittlerweile über 120 Menschen, die den Friday einführen oder die Umsetzung unterstützen. Wir haben auch ehrenamtliche Teams, die uns dankenswerterweise sehr weit nach vorne gebracht haben in den letzten Monaten. Und ja, dort könnt ihr euch mit anderen Lehrerinnen und Lehrern austauschen. Und wenn ihr dort Zugriff haben möchtet, schreibt mir bitte einfach eine Mail. Ja, was liegt jetzt an? Was sind die nächsten Schritte? Ihr könnt natürlich aktiv werden, ihr habt das bereits getan. Informiert gerne auch weitere Kolleginnen und Kollegen über diese Seminarreihe, die wir jetzt hier machen. Schaut, wer in meinem Kollegium ist potenziell auch ein Friday-Unterstützer oder eine Friday-Unterstützerin und zeigt ihnen diese Aufzeichnung. Die bekommt ihr natürlich auch vor nächster Woche noch zugeschickt, sodass ihr die auch nochmal in eurem Kollegium streuen könnt. Da kann sich hier natürlich noch mit anmelden. Ihr könnt euch uns auch unterstützen, sodass wir unsere Kapazitäten ausbauen können, um den Friday noch mehr Schulen zu bringen und natürlich selbst aktiv werden, wie ihr das jetzt gerade auch schon in den Sharings gezeigt habt, selber etwas tun, selber den Friday an die eigene Schule bringen. Das sind Möglichkeiten, wie ihr aktiv werden könnt. Wir haben in den nächsten 4 Wochen oder in den nächsten 3 Wochen noch 3 spannende weitere Themen. Nächste Woche geht es das Ganze um das Thema Partnermanagement. Denn der Friday funktioniert natürlich nicht nur, wenn die Schülerinnen und Schüler in der Schule bleiben, sondern da ist es ganz, ganz wichtig, dass sie auch nach draußen gehen, in die Bildungslandschaft. Und wir schauen uns an, wie kann man eigentlich als Schule oder auch als außerschulischer Partner an einem Friday zusammenwirken? Wie kann man den Kindern und Jugendlichen einen Raum bieten, in der sie ihre Fragen klären können. Und da zeigen wir auch aus der Praxis, wie wir aktuell mit unseren Schulen die Bildungslandschaft aufbauen, besprechen auch, was sind gute Wege, um eine Partnerschaft zwischen einer Schule und einem außerschulischen Partner zu gestalten, wie kann so etwas auch systematisiert werden, sodass am Ende auch jeder weiß, wo er oder sie hingehen kann, auch die Schülerinnen und Schüler. Dann gucken wir uns Ende Oktober Friday auf Distanz an. Gerade in der jetzigen Zeit, wo noch nicht ganz sicher ist, ob es wieder einen Lockdown gibt, ist natürlich auch eine Distanzvariante für den Friday denkbar. Wie so etwas ganz konkret aussehen kann, was die Schule dafür braucht, das werden wir mit euch am 29. besprechen. Und dann war natürlich bei der Anmeldung gefragt, was sind meine konkreten Schritte? Beziehungsweise was sind konkrete Fragen, die ich an diese Fortbildungsreihe habe. Und da hat sich herauskristallisiert, dass eine ganz große Frage ist, wie führen wir den Friday ein? Und dem möchte ich am Ende der Veranstaltungsreihe nochmal eine ganze Fortbildung widmen, wo wir uns ganz konkret anschauen, wie können wir in verschiedenen Funktionen, die wir haben, den Friday konkret bei uns an der Schule einführen. Und da werden wir natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer aus unseren Pilotschulen mit dabei haben, die das berichten werden, wie sie da vorgegangen sind. Und natürlich auch Eltern.
Das sind die nächsten Termine. Wenn ihr Unterstützung braucht, wenn ihr Gedanken habt oder auch Feedback zu dieser Veranstaltungsreihe, dann freue ich mich sehr über eure Rückmeldung. Schreibt mir dazu einfach eine Mail. Kontaktadresse findet ihr hier, aber bekommt ihr natürlich auch nochmal per Mail im Anschluss zugesendet. Damit sind wir um 18.27 Uhr und 3 Minuten früher als geplant fertig für heute. Ich freue mich sehr, dass ihr heute alle da wart. Und ja, würde sagen, vielen Dank, euch einen wunderschönen Abend noch. Und ich freue mich darauf, euch nächste Woche zum Thema Partnermanagement wiederzusehen.